Das ist Claudia Klöppner. Das ist ihr Personalausweis. Und das ist die Arbeitsagentur Düsseldorf. Nach der Diagnose Long-Covid und bestätigter Arbeitsunfähigkeit meldet sie sich im Juli 2023 arbeitslos. Da habe ich mich hier angemeldet, bin persönlich vorstellig geworden mit Personalausweis und den Arbeitsbescheinigungen meines Arbeitgebers. Sie bekommt von da an Arbeitslosengeld 1 mit 2020,80 € pro Monat. Dann geht Frau Klöppner in eine Reha-Klinik, meldet sich ordnungsgemäß bei der Arbeitsagentur ab und nach der Reha Mitte Dezember wieder an. Ja, denkste. Man hat dann hier festgestellt, dass mein Personalausweis zwischenzeitlich abgelaufen war und mir daraufhin die Zahlung oder die Leistung erstmal verweigert. Ja, genau. Auf diesem abgelaufenen Wisch ist Frau Klöppner beim besten Willen nicht zu erkennen. Die Agentur schreibt dazu: Die Arbeitslosmeldung war mangels erfolgreicher Identifizierung nicht wirksam. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich auf das Geld angewiesen bin, dass ich sonst keine Einkünfte habe und auch noch 3 Kinder habe, die in Ausbildung sind, die ich mitfinanzieren und unterhalten muss. Das Gesetz würde das so vorschreiben, sie könnten da nichts gegen tun. Und ich würde erst das Arbeitslosengeld bekommen, sobald ich einen gültigen Personalausweis vorlege. Och, wie kann sowas denn auch passieren, dass der Perso abläuft? Da ich ja auch krank war und mittlerweile, also oder zwischenzeitlich auch bettlägerig war, habe ich mich weniger um meinen Personalausweis gekümmert als um andere Dinge. Aber jetzt, wo Sie wieder laufen können, können Sie sich ja etwas beeilen. Ein vorläufiger Ausweis reicht ja schon, schreibt die Arbeitsagentur. Ein Termin dazu ist auch sehr kurzfristig möglich. Dies hätte für eine erfolgreiche Arbeitslosmeldung genügt. Doch so ganz kurzfristig, wie sich die Arbeitsagentur das denkt, geht es im Bürgerbüro dann doch nicht mit einem Termin. Letztendlich habe ich dann am 18.01. ja hier dann auch erst den Termin bekommen für einen vorläufigen Personalausweis. Am 24. Januar macht sie sich damit nochmal auf den Weg zur Agentur für Arbeit. Von jetzt an bekommt sie wieder Arbeitslosengeld, nachdem die Sachbearbeiterin den neuen vorläufigen Ausweis in die Hand genommen hat. Aber rückwirkend gibt es kein Geld. Inklusive der Dezemberzeit wurde ich dann im Januar mit 1.750 € von der Arbeitsagentur bestraft. Was die Agentur natürlich bedauert. Selbstverständlich haben wir vollstes Mitgefühl für alle Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind und zugleich die Anforderungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes stemmen müssen. Mitgefühl ja, aber mit Hilfe? Nein, da müssen andere ran. Schulfreunde von mir haben in der Zeit das fehlende Geld für mich vorgestreckt und mir geliehen. Ansonsten hätte ich ja schlecht ausgesehen. Findet sich doch eine unbürokratische Lösung. Freunde fürs Leben statt Agentur für Arbeit. F in Chat, wenn es euch gefallen hat. Und danke an Alice W. für 800 Subs. Kuss aufs Auge dafür. So, wo ist denn Part 2? In der ARD-Mediathek. Slay.